Ich freue mich außerordentlich, dass wir heute den ersten Preisträger hier vorstellen konnten des Wettbewerbs für ein Kinder- und Jugendtheater hier im Frankfurter Zoogesellschaftshaus. Das ist wirklich ein ganz großer Schritt. Nun kann man sich endlich vorstellen, wie Kinder und Jugendliche hier sein werden, wie sie hier leben können, wie sie hier Theater erleben können, wie sie hier Theater machen können. Es ist eine komplexe Aufgabe gewesen, denn man hat ja hier eine Hülle, ein Gebäude aus dem vorletzten Jahrhundert, ein klassizistischer Bau, der sehr sanierungsbedürftig ist. Und auf der anderen Seite haben wir eine Notwendigkeit, hier ein Kinder- und Jugendtheater für die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, zeitgemäßes, zeitgenössisches Kinder- und Jugendtheater unterzubringen. Und dieser Brückenschlag zwischen der Tradition hier am Ort, dem Frankfurter Zoologischen Garten mit dem Zoogesellschaftshaus und einem zeitgemäßen Kinder- und Jugendtheater, diesen Brückenschlag galt es hinzubekommen in diesem Wettbewerb. Die Entwürfe waren beeindruckend. Wir haben uns am Ende sehr eindeutig für diesen ersten Entwurf entschieden, der etwas leistet, was die anderen Entwürfe tatsächlich nicht leisten. Er verlagert nämlich den Eingangsbereich, das Foyer, gewissermaßen nach hinten zur Zooterrasse, sodass man ein emotionales und auch ein räumliches Zentrum hat und hinausblickt in den Zoo, auch hinausgehen kann. Denn wir müssen bedenken, der Zoo selbst soll ja mit einem Drei-Säulen-Konzept weiterentwickelt werden. Das Kinder- und Jugendtheater ist eine Säule dieses Konzepts. Darüber hinaus wird der Zoo selbst weiterentwickelt. Und es wird am anderen Ende des Zoos, am Osteingang, ein Frankfurt Conservation Center gebaut werden. Sodass also das Kinder- und Jugendtheater eingebettet ist in die große Weiterentwicklung des Zoologischen Gartens. Und auch hier gilt es, Botschaften des 21. Jahrhunderts umzusetzen. Das heißt, wir haben hier einen Ort der Gegenwart, der aber verbunden ist mit Traditionen, die in Frankfurt gewachsen sind, mit Erinnerungen der Frankfurter und Frankfurterinnen an diesen Ort. Und all das hier zu realisieren, ist wie gesagt eine komplexe, aber eine sehr schöne und zukunftsweisende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue.